Und da fiel mir eigentlich im Wesentlichen ein Ereignis oder eine Geschichte ein dazu. Und ich finde es einen interessanten Punkt, sich zu überlegen, was empfinde ich als gescheitert? Wo habe ich das Gefühl, ich bin gescheitert? Und bei mir war das mein Versuch, mit einem Freund in Berlin ein Zen-Zentrum, ein Zendo zu eröffnen. Ich hatte einen Traum vor einigen Jahren und es war ein realer Traum. Also ich träumte, ich würde mit ihm in Berlin ein Zendo öffnen. Und er hat zu jener Zeit noch in San Francisco im Zen-Zentrum gelebt. Ich habe ihm eine E-Mail geschrieben, ihm diesen Traum geschrieben und er hat darauf sehr positiv geantwortet. Langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben es sogar geschafft, diesen Traum in die Wirklichkeit umzusetzen und zusammen in Berlin dieses Zendo gestartet. Der Traum hat sich für mich nach einer Zeit in einen gewissen Albtraum verwandelt. Und ich bin dann nach kurzer Zeit, ich würde sagen 1,5 Jahren, weggegangen. Und ja, wenn ich noch immer so einen Blick auf mein Leben habe, denke ich, noch immer das, darin sind wir gescheitert oder das würde ich als Scheitern betrachten. Ich habe vor kurzem alte Tagebücher noch mal kurz angeschaut und dann gesehen, dass da immer wieder steht, ach, aus mir wird nichts, ich habe versagt und so. Aber ich würde trotz Beziehungen sind in meinem Leben auseinandergegangen. Also ich habe ja nicht nur erfreuliche Dinge erlebt, sondern auch sehr viel schmerzhafte. Aber die mit dem Label Scheitern würde ich nicht bezeichnen, aber diese Erfahrung mit dem Zendo schon. Und ich habe dann Bernd, so heißt der Zen-Lehrer, der das Zendo immer noch führt in Berlin, dann gefragt, ob er nicht mit mir zusammen das Buch übersetzen würde. Auch als ein Versuch, parallel daran zu arbeiten und vielleicht auch ein bisschen von unserer gemeinsamen Geschichte des Scheiterns aufzuarbeiten. Letztlich ist auch das Buch gescheitert. Es hat im Deutschen den Titel Vom Glück des Scheiterns bekommen und Gräfe und Unzer, ich weiß nicht, einige von euch werden es wissen, ist so ein Ratgeberverlag, in dem erscheinen Bücher über wie senke ich meinen Blutdruck bis richtig abnehmen in 10 Tagen, aber auch Meditation und dergleichen. Da passt dieses Buch von seinem Ansatz her überhaupt nicht hin und so war das schon nach wurde schon nach einem Jahr, glaube ich, verramscht und ist auch gar nicht mehr beim Verlag im Programm drin. Also das war der Hintergrund. Seitdem interessiert mich schon das Scheitern als Phänomen, als Erfahrung, aber natürlich auch als Geschichte. Und ja, meine erste Frage an dich, als ich über den Abend nachgedacht habe, würdest du auch für dich sagen, Corinne, dass du mal in deinem Leben gescheitert bist? Ja, also Ursula, jetzt bist du irgendwie weg. Für mich bin ich noch da. Du bist könnt weg. Ihr mich noch hören? Irgendwie... Ja. Aha, okay, gut. Dann ist es gut. Ja, hier steht, Ihre Internetverbindung ist instabil. Kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Du kannst mich hören. Okay, gut. Ja. Ich hoffe, die anderen auch. Bei mir ist gerade irgendwie Problem. So. Okay. Es scheitert das Internet. Also, um deine Frage zu beantworten, naja, also das ist eine ganz interessante Frage, sich zu fragen, was man jetzt als Scheitern bezeichnet. Ich habe natürlich, seitdem du mir dieses Thema vorgeschlagen hast, habe ich darüber nachgedacht und mich beschäftigt. Und für mich persönlich würde ich sagen, dass ich mein Leben wirklich als eine Aneinanderreihung von, wie soll ich sagen, von
Scheitern, von Erfahrungen von Scheitern bezeichnen würde. Und ich habe mit Monika, mit der ich hier zusammen wohne, hatten wir vor ein paar Tagen ein Gespräch darüber, also so, dass ich erzählt habe, dass wir heute dieses Gespräch haben. Und es war ganz interessant, dass sie bestimmte Erfahrungen, die ich erzählt habe, sagte sie mir, das würde sie niemals als Scheitern bezeichnen. Und da ist mir so klar geworden, dass es da so zwei Herangehensweisen oder nicht Herangehensweisen, dass es zwei Betrachtungen gibt. Die eine würde, also die sich mir so erschlossen hat, war natürlich eine sehr psychologische, dass immer dann, wenn einem was nicht gelingt, wenn mir was nicht gelingt, was ich mir vorgenommen habe, dass ich dann schnell das Gefühl habe, ich bin gescheitert. Ich kann ein Beispiel dafür geben, so was ganz Blödes. Ich habe am Wochenende oder letzte Woche kam unsere Nachbarin vorbei und hat mir einen Sack mit grünen Tomaten gebracht. Und ich hatte vor 2 Jahren schon mal so ein grüne Tomaten-Chutney gemacht. Zum ersten Mal in meinem Leben. Und dann habe ich gedacht, okay, mache ich jetzt noch mal eins, aber mit einem anderen Rezept. Und Montagnachmittag habe ich mich also in die Küche gestellt und es ist ein bisschen eine Panscherei. Und ich habe also da dieses Chutney vorbereitet und gekocht. Und als es der Moment kam, wo das also in die Gläser eingefüllt werden sollte, habe ich festgestellt, weil das in dem Rezept nicht explizit stand, dass ich das hätte kochen müssen mit offenem Deckel, was eine Hausfrau, die einkocht, einfach weiß. Ich bin keine Hausfrau, die üblicherweise einkocht und ich wusste es nicht. Und weil es nicht extra erwähnt wurde, habe ich es nicht gemacht. Dadurch war zu viel Flüssigkeit übrig geblieben, sozusagen. Ich war dann ziemlich verzweifelt und habe aber dann einfach die Tomaten also abgeschöpft, habe die Flüssigkeit im Topf gelassen, habe das in die Gläser getan. Monika kam zur Hilfe, sah, wie ich völlig außer mir war, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Und ich habe also ständig darüber gesprochen, dass ich da hätte diesen Deckel nicht drauf machen. Ich konnte das überhaupt nicht mehr loslassen. Und sie sagte dann zu mir, ist ja nicht so schlimm und du wirst sehen, es ist viel Zucker drin, das wird dann eindicken, was tatsächlich auch dann passiert ist, es dickt gerade ein bisschen ein. Aber am Montagabend hatten wir dann Zen-Meditation und als ich da saß, habe ich sozusagen, wurde mir das sehr deutlich und ich habe mir dann auch die Frage gestellt, was ich mir da für ein Kino gemacht habe, dass ich das einfach nicht loslassen konnte, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Also scheitern und einen Fehler gemacht haben, ist für mich zumindest ganz nah beieinander. Ich habe einen Fehler gemacht, also bin ich gescheitert. Und natürlich in der Meditation, da auch das heutige Gespräch anstand, ist mir das dann sehr, sehr bewusst geworden und ich habe so den Faden also weitergesponnen, auch in Assoziation zu den Texten, also die ich so gelesen habe, ein bisschen davor, um mich vorzubereiten, also so als Inspiration. Und da ist mir noch einmal bewusst geworden, zum einen, dass ich mir wirklich gedacht habe, ich habe eigentlich für mich genau den richtigen buddhistischen Weg ausgesucht, nämlich den Zen-Weg. Und den Zen-Weg würde ich inzwischen wirklich als einen Weg beschreiben, ein Weg des Scheiterns, ein Weg des kontinuierlichen Scheiterns und fast würde ich sagen, ein Weg des bewussten Scheiterns, ein Weg des Scheiterns als Methode, ja. Weil es mir natürlich dann klar geworden ist, scheitern kann ich immer nur dann, wenn nicht das dabei herauskommt, was ich mir vorher ausgedacht habe. Ja. Und dazu fällt mir natürlich ein, der Satz von John Lennon, den alle kennen, diesen Universalsatz, Life is what happens to you when you're busy making other plans. Also das Leben hat immer ein anderes Ergebnis oder einen anderen Verlauf, als was du dir ausdenkst. Und
So ist ja Scheitern. Ich glaube, ich weiß es nicht, das werden wir nachher vielleicht hören, wenn ihr dann alle euch beteiligt an dem Gespräch. Für mich habe ich so das Gefühl, dass Scheitern immer eine Demütigung ist, eine Demütigung der egoischen Aktivität, wie ich das gerne nenne. Das hatte ich dir ja vorher schon gesagt, das möchte ich gerne jetzt hier zitieren, weil das ein wunderbarer ein Zitat ist oder eine Definition von Dogen Zenji aus dem Shobogenzo. Und das ist der Begriff Shoshaku Jushaku. Das wird auch zitiert in dem Buch Zen-Geist, Anfängergeist von Suzuki. Und Shaku heißt Fehler oder falsch. Daher ist Shoshaku Jushaku heißt im Grunde Falschem mit Falschem folgen oder fortwährender Fehler. Und im Zen wird ja sehr oft, wird von den Zen-Geschichten immer wieder, sagen viele Meister, wir können eigentlich gar nichts anderes machen, als zu scheitern. Wir können gar nichts anderes als einen Fehler, wenn man es aus der Perspektive sieht, dass solange wir uns getrennt, solange wir eine sozusagen getrennte Wahrnehmung haben, also von uns selbst als getrennten Wesen von allem anderen, können wir nur scheitern. Dann ist sozusagen das Scheitern vorprogrammiert. Und ich habe in diesem Zusammenhang auch noch ein anderes Zitat, was ich sehr schön finde, von Ikkyo Sojun, auch ein Zen-Meister, der aber auch ein berühmter Poet war zu seiner Zeit. Es gibt eine, auf Deutsch übersetzt, eine Sammlung, die heißt Gedichte von der verrückten Wolke. Und da sagt er, und das finde ich ganz wunderbar und sehr tröstlich, meine Freunde, hier ist was für euch. Erleuchtung bedeutet Fehler um Fehler. Und würde ich jetzt abschließend, also hier auf deine Frage sagen, dass für mich persönlich das Problem eher darin liegt, wenn ich mir nicht verzeihen kann. Also das Scheitern kann ich nicht vermeiden, aber wenn ich mir sozusagen den Fehler nicht verzeihe, dann verbeiße ich mich da hinein und kann das nicht loslassen und dann wird eine Riesengeschichte draus. Ja, so. Jetzt habe ich sehr langatmig geantwortet. Ich höre dich nicht mehr, Ursula, du hast dein Mikrofon ausgeschaltet. Danke. Ich meine, deine Zitate erinnern mich natürlich wieder an Beckett. Das ist ja die ähnliche Perspektive. Was ich interessant finde, ist, dass du sagst, Zen-Praxis ist eigentlich eine Praxis des fortwährenden Scheiterns. Inwieweit man nicht sagen kann, Leben ist eigentlich fortwährende Erfahrung auch des Scheiterns. Und natürlich ist es, ja, kann ich den Gedanken nachvollziehen, dass Getrenntheit uns ja, in diese Perspektive reinbringt. Denn ich meine, Scheitern setzt ja nach meiner Vorstellung zweierlei voraus. Zum einen irgendwas, was passiert, so wie es ist. Dein Chutney ist nicht eingekocht. Es gibt eine Tatsache oder so. Und gleichzeitig gibt es dann Maßstab. Und der Maßstab entscheidet ja letztlich, wenn ich den Maßstab auf irgendwas anlege, auf die Dinge so, wie sie sind, dann entsteht ja die Vorstellung erstmal des Scheiterns, Scheiternkönnens. Das heißt, letztlich reden wir ja immer eigentlich über Geschichten, über Narrative, die ich mir mache und die ich fortwährend über die Wirklichkeit lege, Konstrukte. Die ich mir über die Wirklichkeit mache. Das ist ja, ich habe letzte Woche einen Podcast mit Peter Sloterdijk gehört, der irgendwie sagte, inspiriert von buddhistischer Praxis oder dem buddhistischen Ansatz, würde für ihn sehr wichtig sein, immer mal wieder Urlaub zu machen von den eigenen Meinungen und Urteilen, mit denen man
der Wirklichkeit begegnet und immer mehr mal zurücktreten, weil diese eigenen Meinungen und Vorstellungen es ja oft sind, die einen die Dinge in einer bestimmten Verengtheit sehen lassen. Und wenn ich jetzt nochmal aufs Scheitern komme, habe ich die Geschichte. Ich bin, die kann ich mir ausschmücken, mich als Versagerin einschätzen, die Fehler macht, dann kann ich das vielleicht verlängern in meine Geschichte. Also es ist jetzt ein psychologischer Ansatz. In meine Vergangenheit finde da auch immer wieder mich als Versagerin und konstruiere dann ein Ich als Versagerin. Und da gibt es ja irgendwie zwei Möglichkeiten und die kenne ich auch aus meiner Erfahrung. Zum einen kann man ja versuchen, die Geschichte umzuschreiben. Gibt es ja jetzt auch in der, im biografischen Schreiben den Ansatz, wenn man das Gefühl hat, eine sehr schmerzhafte Vergangenheit, Kindheit zu haben, die Geschichte umzuschreiben, sich schöner zu schreiben, sich heilender zu schreiben und dadurch auch einen Heilprozess in Gang zu setzen. Oder aber, das ist die andere Perspektive, die Geschichten immer wieder loszulassen, zu sehen, es sind Konstrukte über uns und das Problem ist, wenn ich sie zu einem Ich-Konstrukt dann mache. Nicht weil du machst Fehler, sondern ich bin eine Versagerin. Was denkst du? Also war das jetzt eine Frage an mich? Ja, Ja, weil du wolltest. Was sagen. Also mir zwei Sachen fallen mir dazu ein. Das eine, was du vorhin noch gesagt hast, wenn du von dem Maßstab sprichst, dann würde ich aus der Zen-Perspektive sagen, dass die Erzählung ist der Maßstab. Also die Erzählung, die ich mir sozusagen über mich erzähle, das ist der Maßstab, den ich anlege. Und der ist natürlich aus der buddhistischen Perspektive, bleibt er immer eine Erzählung und daher eigentlich sozusagen ein Fehler. Aber jetzt auf das Letzte, also als wenn du mich jetzt gerade gefragt hast, mir wird, also das ist das, was mir in der letzten Zeit sehr, was mich beschäftigt und worüber ich viel nachdenke und wo ich auch noch so im Nachdenkensprozess drin bin. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, weil ich also sozusagen in meinem Vor-Zen-Leben, Vor-Zen-Lehrerin-Sein-Leben, also Autorin war und Hörspielautorin. Aber mich hat immer Sprache sehr fasziniert. Und ich habe immer mehr den Eindruck, dass alles, zumindest auf einer bestimmten Ebene, ist alles Sprache. Also auch Zen oder Buddhismus ist eine Sprache. Das ist eine Sprache, die man auch erlernen kann. Und ich denke, was mich sehr beschäftigt in der letzten Zeit, ist, wie wichtig es ist, genau zu sein in dieser Sprache. Weil zum Beispiel jetzt mit diesem Thema des Scheiterns und auch was du erzählst, dass ich die Geschichte korrigieren kann, das sind zwei verschiedene Ebenen, die sehr wichtig sind. Aber die eine Ebene ist wirklich, würde ich mal sagen, spricht von einer psychologischen Wunde. Und die andere ist sozusagen eine spirituelle Perspektive der Überwindung des Dualistischen, also um jetzt aus dem Buddhismus sprachlich das zu verwenden, die Beschränkung des dualistischen Denkens zu durchbrechen. Und es ist ja zum Beispiel eine Sache sehr klar, dass es notwendig ist, das ist das, was ich im Moment sehr stark erlebe, dass ich sozusagen diese absolute Perspektive aus dem Buddhismus setzt voraus, ein halbwegs, also natürlich nie ganz, weil das kann nicht sein, aber ein halbwegs heiles Identitätsgefühl. Wenn das Identitätsgefühl sehr verwundet ist, dann ist es notwendig, erst einmal sich um diese Wunde zu kümmern. Und ich denke, mit dem Scheitern, das ist sehr schön, was du gerade gesagt hast, so dieser Unterschied, wenn ich mich als Versagerin empfinde, dann ist das Empfinden von Scheitern immens groß geworden. Und dann hilft mir so ein Zitat von Dogen überhaupt nicht. Ja,
Und das ist das, was mich im Moment so ein bisschen umtreibt, weißt du, das anzuschauen, dass wir immer sehr schnell dabei sind, oder ich bisher zumindest, also so auf meinem Weg, auch was ich gelernt habe und so, dass wir uns vertraut werden können mit der buddhistischen Sprache und diese Begriffe benutzen und sie vielleicht auch verstehen. Aber in der Anwendung müssen wir genauer sein, weil das eben manchmal nicht hilfreich ist. So, das würde ich jetzt erstmal sagen, damit ich nicht monologisiere hier. Finde gar nicht, dass du monologisierst. Gut, danke. Aber genau wie du vorher gesprochen hast von, dass Zen eine Praxis des Scheiterns sei und ich gesagt habe, das Leben ist ein fortwährendes Scheitern, könnte man ja auch sagen, würde ich jetzt sagen, du sprichst von einer spirituellen Wunde und ich spreche von einer Wunde, die ich spüren kann, wahrnehmen kann. Also der Begriff Wunde erinnert mich jetzt nochmal sehr an eben Pema Chödrön, die davon spricht, wie wunderbar letztlich das Scheitern ist, wenn wir es schaffen, es in der Verwundbarkeit unseres Herzens zu halten. Also nicht davor dann Schritte machen, wegzulaufen. Und das empfinde ich als keine psychologische Praxis allein, sondern eine tiefe spirituelle Praxis, sich den Dingen zuzuwenden, die man empfindet. Also diese Wunde, diesen Schmerz einfach erstmal zu empfinden, ohne jetzt neue Geschichten darüber zu machen und vielleicht aus diesem Empfinden, aus diesem Schmerzempfinden heraus dann zu Lösungen zu kommen. Also für sich selbst. Ja, für sich selbst zunächst einmal. Und wenn ich nochmal denke, mit meinem gescheiterten Sendo-Versuch, irgendwann, ich habe natürlich dann auch angefangen, zuerst habe ich Bernd immer die Schuld gegeben an dem Scheitern und irgendwie gleichzeitig habe ich gedacht, ich habe alles falsch gemacht und so weiter und so fort. Also diese Geschichten hin und her gewälzt und irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich auf einmal dachte, in meinem Traum habe ich mich selbst als eine Person imaginiert, die ich gar nicht bin. Ich habe gedacht, sozusagen, ich bin die Person, die immer da ist und das Feuer sozusagen am Brennen hält, damit sich alle geborgen um dieses Feuer versammeln können. Dabei bin ich eigentlich recht nomadisch und gern unterwegs. Und diese Täuschung, das fand ich ein Phänomen, dass ich dachte, wie kann ich mich so in mir täuschen? Sodass diese Erfahrung des Scheiterns dann für mich zu einer Enttäuschung geführt hat. Also, dass ich zumindest jetzt mehr weiß darüber, wer ich nicht bin. Und vielleicht auch ein bisschen mehr, wer ich bin. Also, das ist für mich so ein sehr positiver Aspekt dieser Scheitererfahrung. Naja, also in dem Zusammenhang würde ich sagen, würde ich das aufgreifen gerne, was du sagst, weil aus der Perspektive würde ich auch sagen, jedes Scheitern birgt die Möglichkeit der Enttäuschung im positiven Sinne. Jedes Scheitern muss im Grunde genommen die Täuschung enthüllen. Also das ist ein Synonym fast. Ich kann nur scheitern im Grunde genommen, wenn zuvor eine Täuschung stattgefunden hat. Nämlich, dass ich etwas mir vorgestellt habe, was dann nicht eintritt. Ein bestimmtes Ergebnis, ein bestimmtes Resultat,
das nicht eintritt, wie ich dann damit umgehe, ob ich mir die Schuld gebe oder jemandem anderen oder dem Leben. Es ist in jedem Fall, das Empfinden des Scheiterns ist ja sehr subjektiv und kann ja immer nur stattfinden, wenn nicht das dabei herausgekommen ist, was, wenn ich nicht dort mich aufhalte, mich wiederfinde, wo ich eigentlich sein wollte. Und das ist immer eine Enttäuschung, so wie du es sagst, sodass, wenn ich dazu in der Lage bin natürlich, man ist nicht immer dazu in der Lage, aber wenn ich dazu in der Lage bin, dann ist im Grunde genommen jedes Scheitern eine Chance, jedes. Weil es die Chance ist, eben eine Situation so zu sehen, wie sie wirklich ist. So verstehe ich im Grunde genommen auch ein bisschen die Sprüche, die wir jetzt, die Zitate, die wir angeführt haben, dass es uns sozusagen in die Realität holt, in eine Realität, die, wie du selber sagst, viel näher an uns ist, die uns die Möglichkeit gibt zu sehen, auch wer wir wirklich sind, so wie du es eben auch als Beispiel jetzt für dich genannt hast. Naja, heute wird Scheitern im Zeitalter der Selbstoptimierung oder so ja auch schon in Workshops gelehrt als die Kunst des Scheiterns oder das Glück des Scheiterns, weil es natürlich auch immer einen Raum öffnet für Kreativität, für Neues, was sich zeigen kann. Oft natürlich erst im Nachhinein. Also ich komme mit Prematuren, aber das Buch habe ich jetzt gestern auch erst wieder gelesen, von daher ist es mir noch sehr gegenwärtig, die eben sagt, dass sie ihre zweite Ehe als vollkommenes Scheitern bezeichnen würde und das Gefühl hat, es ging ihr nie so schlecht wie in jenen Jahren, als die auseinanderging und so, aber dass eben dieser Schmerz, dieser furchtbare Schmerz, der sie damals gefangen hielt, ihr den Weg geöffnet hat. Sie ist ja dann Nonne geworden und eine ganz berühmte buddhistische Lehrerin und sagt, es hat ihr den Weg geöffnet zu einem ganz neuen Leben. Und indem sie ihr Glück gefunden hat und eben eine ganz neue Perspektive. Das wird ja heutzutage auch viel mit dem Positiven des Scheiterns verbunden. Ja, also ich bin natürlich da, muss ich gestehen, ein wenig, wie soll ich sagen, also ich bin ein wenig, ja, welches Wort kann ich da benutzen, wenn ich höre, dass es jetzt Workshops gibt sozusagen, dann denke ich, also wie du richtig gesagt hast, das sind wieder so Selbstoptimierungsgeschichten, die im Grunde genommen genau dem entgegenlaufen, was zumindest jetzt aus der zen-buddhistischen Perspektive oder buddhistischen Perspektive eigentlich gemeint ist, ja, weil es geht eben nicht um Selbstoptimierung. Ja, wir haben so eine Neigung, also was ich jetzt empfinde, ist so, das ist so diese Geste unseres dualistisch denkenden Verstandes, der sofort gierig alles ergreift, was im Grunde genommen zum einen zu seinem Fortbestand dienen soll, zum einen, also sich zu vergewissern, ja, also wir selbst das nutzen wir dann noch, um uns unserer selbst zu vergewissern auf einer bestimmten Ebene. Da werde ich ein bisschen nervös, also wenn ich so aus der, ja, was das betrifft. Wobei mir dann natürlich sofort auch wieder aus der Zen ist, dass sobald wir anfangen zu reden, fangen wir an zu lügen. Ja. trotzdem ist es ja gut, dass wir was sagen und uns austauschen. Also wie soll ich sagen? Ich denke, dass es wichtig ist auch, dass nicht jetzt komplett, wie soll ich sagen?
es gibt einfach, so empfinde ich das, eine Ebene in Bezug auf das Scheitern, die jenseits der Worte ist. Also wenn wir es jetzt komplett sezieren und analysieren und auseinandernehmen, dann habe ich gerade ein bisschen so die Befürchtung, dass der wesentliche Kern oder wie soll ich sagen, der Schatz, der im Scheitern verborgen liegt, der ja, glaube ich, auch ein bisschen das Thema war. Also du hast ja auch, wir haben ja nicht nur, es ist über das Scheitern oder das Glück der Unvollkommenheit. Mhm. Ja, oder das Glück der Unvollkommenheit. Und das ist das Glück der Unvollkommenheit, ja. Also ich denke, das ist das, dieser Aspekt im Scheitern, der so gelassen wird, wo ich suche gerade ein bisschen die Worte, ja, jetzt kommt es, was ich sagen will. Dass wir nicht, ich glaube, für das Scheitern ist ganz wichtig zu akzeptieren, dass wir nicht alles verstehen können. Das ist, habe ich gerade den Eindruck, jetzt spontan in unserem Gespräch über das Scheitern, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Wir, zum Beispiel dieses Gefühl, dass wir gescheitert sind, hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass wir es verstehen wollen, was uns passiert. Wir wollen es natürlich verstehen in der Hoffnung, dass wir es kontrollieren können, falls es uns noch einmal passiert. Also es ist ja wieder dann so die Überlegung, wie baue ich meine Schutzwelle auf, indem ich dieses Scheitern jetzt komplett durchleuchte und verstehe. Und ich denke, das Glück der Unvollkommenheit, eben das aus diesem Scheitern sich entwickeln kann, ist die Fähigkeit, und das ist für mich auch ein Aspekt zumindest der Zen-Meditation, so wie ich sie erfahren habe im Laufe der Jahre. Ich habe gerade heute Morgen im Daisan mit jemandem darüber gesprochen, sich in der Frage zu belassen. Und auf dem Zen-Weg immer mehr in der Lage zu sein, sich in der Frage zu belassen und nicht immer nach Antworten zu suchen, sondern zu akzeptieren. Und das hängt für mich sehr mit dem Scheitern zusammen. Zu akzeptieren, dass wir eigentlich, dass wir in der Frage immer mehr aufgehen. Und die Frage wird irgendwann zur Antwort, ja. Aber dass da so nicht alles ergriffen werden kann, so. Ja, ich meine, der Satz erinnert ja an das Rilke-Gedicht auch, wo es darum geht, oder an seinen Empfehlung an den jungen Dichter, die Fragen lieb zu haben und im Herzen zu tragen. Ja, ja. Ja, ich erinnere mich vor vielen Jahren, das ist so ein Zitat, das ich gerne immer wieder äußere, weil es mich damals vor vielen, vielen Jahren, als ich es gelesen habe, hat mich das sehr beeindruckt und sofort etwas in mir berührt. Da las ich, ich ging den Weg des Derwisch von Idries Shah. Mhm. Das ist ein autobiografischer Bericht, über, wo er seinen Sufi-Lehrer trifft. Und er beschreibt, wie er einen alten Sufi-Meister trifft und sich mit dem unterhält. Und er hat ganz viele Fragen, die aber nicht beantwortet werden. Und als er geht, ruft ihn noch dieser alte Sufi-Lehrer hinterher, es ist immer besser, mit einer Frage entlassen zu werden, als mit einer Antwort, denn eine Antwort ist immer eine Beschränkung. Und das hat mich damals sehr, also ich war da völlig noch unbeleckt von allem, also das einzige Spirituelle war meine katholische Erziehung damals. Und da hat mich das sehr beeindruckt, dieser Satz. Und er gewinnt immer mehr an Tiefe für mich. Ja, ich denke schon, dass das sehr wichtig ist, was du sagst, würde ich dir zustimmen. Und gleichzeitig ist für mich immer noch dieser Aspekt wichtig, mit unseren eigenen inneren Wunden in Berührung zu sein. Und nicht den Kontakt dazu zu verlieren, sondern sich auch mit einer offenen Frage und nicht mit vorschnellen Erklärungen oder Erläuterungen oder Konstrukten darauf einzulassen,
Ja, das, also das ist kein Widerspruch, Ursula, das meine ich. Das kann ich auch gar nicht sagen. Oder ja. Nathan sagt, dieses Umarmen, das leidvolle Umarmen und in dieser Berührung, in dieser, ja, in dieser Berührung und Empfangen auch zu heilen. Das ja, finde ich, ja, ist sicher ein ergänzender Aspekt, nur aber für mich gehört ja irgendwie dazu, sonst ist es mir jetzt so ein bisschen abstrakt. Abstrakt? Dieses mit der Frage. Ich verstehe so, für mich ist das andere auch wichtig. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich habe mal vor kurzem, nee, das ist schon einige Monate her, da hat so ein älterer oder recht alter Zen-Meister einen Vortrag gehalten und er sprach darüber, auch über das Scheitern und sagte dann, naja, wenn man so sein Leben betrachtet oder er sein Leben betrachtet, was aus seinen Kindern geworden ist und was aus seinen manchen Ideen, Vorhaben geworden ist, dann könnte man doch von Scheitern sprechen. Oder könne er von Scheitern sprechen. Und dann führte er an, dass letztlich Jesus, Gandhi, Mandela auch gescheitert seien, weil ihre Ideale bis heute nicht verwirklicht seien. Und dann führte er aber ein Zitat an von dem ehemaligen tschechoslowakischen Präsidenten Václav Havel und es lautet, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern dass etwas sinnvoll ist, egal wie es ausgeht. Und ja, ich finde, diese Perspektive setzt auch das Scheitern oder das Gefühl, gescheitert zu sein, nochmal in so ein anderes Licht. Also ich sage das nochmal, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern dass etwas sinnvoll ist, egal wie es ausgeht. Ja, also das finde ich ein wunderbarer Ausspruch. Also dem würde ich sehr zustimmen. Und ich würde aber auch da also noch erweitern, auch das ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Gerade heute habe ich das noch in einem anderen Zusammenhang, ist das passiert auch im Dialog mit jemandem. Wenn ich höre, dass es heißt, dass es sinnvoll ist, da sind wir ja schon wieder, kommt ja sofort eine Frage, was ist sinnvoll? Was ist der Sinn meines Lebens? Ja, mhm. Was ist ein sinnvolles Leben und so? Und auch da habe ich gedacht, ich habe das Gefühl, unser Verstand sucht automatisch, wie soll ich sagen, ist konditioniert, Sinn herzustellen, das ist sicherlich auch sehr wichtig für unser Überleben gewesen, genauso wie unser Sehsinn darauf konditioniert ist, das kann man, ich habe das mal eine Zeit lang so richtig bewusst gemacht, das ist faszinierend. Wir sind nicht in der Lage, etwas zu betrachten, ohne nicht ein Muster herstellen zu wollen in unserem Kopf. Das geht nicht, selbst wenn wir es wollten. Das ist auch eine Form, einen Sinn herstellen zu wollen. Das ist natürlich sehr wichtig für unsere Orientierung, dass wir ständig unsere fünf Sinne und das Denken, eigentlich sechs, die Asiaten, die Buddhisten sagen ja auch, wir haben sechs Sinne, das Denken ist auch ein Sinn. Um zu überleben, sind wir so programmiert, dass wir ständig eine Sinnhaftigkeit herstellen wollen. Das Interessante ist aber, dass aus der spirituellen Perspektive dieses Instrument versagen muss. Und das ist das Scheitern. Es muss versagen, weil uns einfach der umfassende Blick, zumindest aus dieser Alltagsperspektive, die wir haben, der umfassende Blick fehlt, um alle Informationen zu haben, sodass wir wirklich einen Sinn feststellen könnten. Also ist jede Sinnhaftigkeit, die wir dem Augenblick zum Beispiel geben werden, unserem Leben, einer Situation, wird ein Konzept sein, muss, geht gar nicht anders.
Und sozusagen kann man sagen, im Zusammenhang damit müssen wir scheitern. Jetzt ist aber so, wenn wir das wissen, können wir uns in dieses Scheitern ganz angenehm hinein entspannen. Und das ist das, was uns schwer fällt. Aber eigentlich könnten wir das. Wir würden aufhören, ständig Erwartungen zu haben an uns, an eine Situation. Und genau darum geht es ja. Also, so, oder sagen wir mal so, so verstehe ich meine Zen-Praxis. Ja, ich meine, die Frage der Sinnkonstruktion ist natürlich jetzt wahnsinnig umfassend und sehr komplex. Und ja, da wage ich kaum drauf zu reagieren. Ich halte es nur für was zutiefst Menschliches, sich Geschichten zu erzählen oder Geschichten zu konstruieren. Und natürlich verfehle ich in einer gewissen Weise damit immer die Wirklichkeit. Aber dennoch, denke ich, gibt es Geschichten, die näher an sowas wie Wirklichkeit sind als andere. Ich kenne das auch, was du mit den Augen beschreibst. Ich habe das so oft in Roseburg erlebt, wenn ich da, also ein buddhistisches Zentrum vor Hamburg, wenn ich da war und abends spazieren ging und dann es so dämmerte und ich dann hochguckte und irgendwas sah, irgendeine Form sah und dann das jetzt rattert es in meinem Gehirn so Bilder ab. Was könnte da Bekanntes sein? Es gibt ja auch den Satz, man sieht nur das, was man schon kennt. Und also man sieht gar nichts Neues letztlich. Und es ergab dann immer so ein bestimmtes Bild. Aha, so Lastwagen steht da. Und wenn ich näher kam, war das immer was ganz anderes. So. Aber diese Konstruktion, Konstrukthaftigkeit des Sehens, habe ich da sehr augenfällig auch erlebt. Und ja, und gleichzeitig aber eben auch das Bedürfnis von Menschen, ja, von Menschen, die im Sterben liegen, die sehr schwer krank sind, eine Sinnhaftigkeit ihres Lebens festzustellen. Und diese Geschichte in einer bestimmten Weise für sich gut zu erzählen. Und das finde ich zutiefst legitim. Das kommt ja auch irgendwie in diesem Zitat von Havel noch raus. So. Ja, also ich, da bin ich gerade ein bisschen jetzt verunsichert, weil ich finde, also auch in dem, was ich zum Beispiel sage, kann es keinesfalls darum gehen, ein Urteil darüber jetzt, dass das eine besser ist als das andere. Also da nichts liegt mir ferner. Auch wenn du sagst, es ist zutiefst menschlich, dann denke ich, genau darum geht es, unsere Menschlichkeit zu betrachten. Und zu sehen, wie, in welcher Weise sie sich ausdrückt und wie wir funktionieren im Grunde genommen. Und es ist sicherlich besser, sich eine gute Geschichte zu erzählen als eine schlechte, beziehungsweise schlecht, es gibt keine schlechte Geschichte. Eine Geschichte zu erzählen, die uns glücklich macht, die uns entspannt, die uns zufriedenstellt, als uns eine Geschichte zu erzählen, mit der wir uns fertig machen, mit der wir uns schlecht fühlen. Und mit der wir uns jede Lebensfreude nehmen. Das ist gar keine Frage. Also daher verbinde ich damit überhaupt kein Urteil, sondern es geht eher darum, dass für mich, dass wenn ich bestimmte, dass je klarer ich bestimmte Dinge vielleicht für mich einordnen kann, desto eher beeinflusse ich, dass meine Geschichte eine gute Geschichte ist. So, ja. Wenn ich mir zum Beispiel sage, dass grundsätzlich jede Geschichte, die ich mir erzähle über mich und mein Leben, ist der Versuch, mir und meinem Leben einen Sinn zu geben, meine Existenz. Und dass das in Ordnung ist. Indem ich es aber erkenne, wie soll ich sagen, kann ich leichter damit sein? Ja, also wenn du von dieser spirituellen Wunde sprichst, ich spreche nur von der Wunde. Für mich gibt es keine spirituelle Wunde. Ach so, ich hatte gedacht, du sprichst von der spirituellen Wunde. Ja. Nee, ich hatte nur den Unterschied gemacht zwischen psychologischen, dass wenn man kein gutes Selbstgefühl hat, also ich,
ich erinnere mich, dass der Lehrer meiner Lehrerin sagte immer, man kann nicht jemandem sagen, er soll was loslassen, was er noch nie in der Hand festgehalten hat. So, das habe ich eher gemeint. Aber dass diese Wunde sozusagen besser heilen kann, wenn ich damit sozusagen, wenn ich mich damit anfreunde und damit kein Problem habe, dass ich mir sage, jede Geschichte, die ich mir erzähle, ist eine sinngebende. Und besser, ich erzähle mir natürlich eine angenehme Geschichte als eine unangenehme. Trotzdem bleibt es dabei, dass es ein Versuch ist, einen Sinn zu geben. Und es ist eine natürliche menschliche Äußerung, auch wenn sozusagen diese Erzählung scheitern muss in jedem Augenblick, weil ich ja den Augenblick nicht vorhersehen kann. Alles, wenn ich so das Gefühl habe, es tritt das ein, was ich erwartet habe, dann sind das also Wahrscheinlichkeitsannahmen. So, ja, erinnere mich gerade, der Unterschied oder der Türke am Trunkpaar hat ja dieses Bild, dass wir in der Situation sind von Menschen, die aus dem Flugzeug stürzen und denken, sie haben einen Fallschirm. Ja. Und es gibt aber keinen Fallschirm. Und da kannst du dir natürlich jetzt die Geschichte erzählen, ich falle ins Bodenlose, und dieses ich falle ins Bodenlose löst natürlich Angst, leidvolle Gefühle aus, oder du sagst, ich fliege durch den unendlichen Raum, und zu versuchen, dieses Fliegen zu genießen. Beides sind Geschichten. Naja, ich finde das sehr interessant, weil mir wurde, ich kenne dieses Zitat von Shogyam Trungpa so, dass er eben sagt, es ist wie wenn man aus dem Flugzeug gestoßen wird, sogar, also so wurde es mir erzählt, aus dem Flugzeug gestoßen wird, und dann gibt es eine Stimme, die sagt, und jetzt gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, du hast keinen Fallschirm. Die gute Nachricht ist, es gibt keinen Grund. Grund im Sinne von Boden. Ja. Ja. Aber das ist natürlich. Ja, und daraus kannst du dann zwei Geschichten machen. Darum kann man dann diese zwei, ja. Da fällt mir, wenn du mir erlaubst, hier noch vielleicht abschließend, ich weiß nicht, ja, vielleicht, dass wir, da fällt mir, wenn du mir erlaubst, abschließend, weil wir jetzt von Grund und Fallen und so, dieser jüdische Witz ein mit dem Mann, der über einem Abgrund hängt und sich an einem, es geht nicht um diese buddhistische Geschichte mit dem, mit der Maus, die kommt und nagt, sondern der hängt also über einem Abgrund und hält sich an einem Ast fest und hat Angst, dass er runterfällt, und er schreit, Hilfe, 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 kann mich jemand retten? Und es kommt eine Stimme aus dem Himmel und die sagt, Shlomo, hier ist Gott, dein Herr und Gott, und habe Vertrauen und lass los, und meine Engel werden kommen und erscheinen und werden dich hinuntertragen und sanft auf den Grund setzen. Also lass los, hab Vertrauen. Und der Shlomo überlegt einen Moment und schreit dann, ist da vielleicht noch jemand? Also das ist die Gegengeschichte. Okay. Erinnert natürlich an das Koran aus dem Zen. Oder der, ja, klar, die ist noch ein bisschen ersten, anders, ja. In einem Nachtsitzen in Roseburg, da war das Bild dann, wie ein Mann hängt mit einem Arm an einem Ast, und dann ist da eine Erdbeere. Ja. So, und ja. Und ja, damit haben wir die ganze Nacht gesessen, was dieser Mann macht, und am nächsten Tag hat uns unser Zen-Meister dann Erdbeeren geschenkt. Und ja, ich würde jetzt auch vorschlagen, angesichts der Zeit, schon 20 nach 8, dass ja, wir einfach öffnen. Und ich hoffe, Janina, du bist noch da als unsere Gastgeberin, die das ein bisschen in die Hände jetzt nimmt. Gut, dann gucke ich mal, was ich in die Hände nehmen kann.